Können wir sagen, dass die ersten Christen das geglaubt haben, was die Kirchenväter gesagt haben, also jetzt dann die späteren, oder hatten die noch ein ganz anderes Verständnis? Mhm. Ja, also sagen wir mal, Jesus gestorben, aufgefahren, etc. Ja, bleiben wir mal bei diesem christlichen Bild. So, jetzt sind die, in Anführungszeichen sage ich mal, führerlos. Ja, also Jesus wandelt nicht mehr unter ihnen, kann sie da nicht mehr weiter leiten. Was haben so die ersten, sage ich mal, die ersten zwei Generationen danach geglaubt? So die ersten Christen, also ne, wir haben ja dann auch Jakobus, wir haben Petrus, mhm, und so weiter und so fort, die ja noch mit ihm alle rumgerannt sind. Die haben ja dann auch angefangen, in Jerusalem da weiter zu predigen und, ne, und so weiter, das wissen wir ja noch. Was haben die Generationen und die Nachfolgenden geglaubt? Haben sie das auch geglaubt? Haben die auch schon an drei geglaubt oder zu was haben die aufgerufen? Ja, also klar, das werde ich natürlich auch öfter gefragt, ja, oder man versucht dann mit ein paar Kirchenvätern dann aufzuarten, dass man dann sagt, ja, schau, guck mal, der hat das gesagt und da hat jemand dann gesagt, dass Jesus Gott ist und so weiter. Aber ich sage mal, man muss immer an den Anfang gehen. Und der Start der Kirche ist eigentlich in der Apostelgeschichte. Also die erste Gemeinde ist eigentlich in der Apostelgeschichte nach biblischem Beleg. Und dann ist natürlich doch die Frage, okay, ich gehe jetzt durch die Apostelgeschichte, durch alle Kapitel und frage mich dann, okay, gibt es dort eine Dreifaltigkeit oder eine Gottheit Jesu in der Apostelgeschichte? Damit ich dann sehe, haben die ersten Christen das wirklich geglaubt? Ich würde mal hier nur einen Vers zitieren. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Messias oder Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also, er wurde gemacht. Also wenn du ein Gott bist, dann muss man dich zu gar nichts machen. Du bist ein Gott. Du brauchst keine Offenbarung. Du musst auch nicht an Weisheit zunehmen. Lukas 2, 52. Du brauchst keine Macht, Stärke, Kraft und so weiter. Du bist es einfach. Ja. Das heißt, du musst zu gar nichts gemacht werden. Wenn du ein Gott bist, dann hast du alles. Er wird zu etwas gemacht, nämlich von seinem Gott. Das heißt, ich würde wirklich die Leute, die daran glauben, dass das die ersten Christen, keine Ahnung, Binitarier, Trinitarier oder was auch immer waren, doch einfach mal ermutigen, die gesamte Apostelgeschichte durchzulesen und zu schauen, ob sie dort irgendwas diesbezüglich finden. Auch die Dogmatiker bestätigen, dass die ersten Christen nicht an eine Trinität glaubten oder Jesus angebetet hatten. Die Bibel unterscheidet nämlich ganz klar zwischen Huldigung und Anbetung. Und der Messias lehrt ganz eindeutig, dass nur zu Gott gebetet werden soll, wie wir das sehen in Matthäus Kapitel 6, Vers 9. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fi.